zu uns. Kommt der einmal rein. Und jetzt noch das Baby. Oh, ich habe gar keinen Schnuller für sie. Ich muss noch einen Schnuller holen. So. Hallo, ich nehme dich heute wieder mit in meinem Alltag. Wir sind jetzt gerade im Auto, weil wir losfahren wollen. Und zwar haben wir ein paar Sachen zu erledigen. Heute ist nämlich Übernachtungsparty. Genau, heute ist eine Übernachtungsparty geplant. Johann und Clara haben ihre Freunde eingeladen. Und da will ich natürlich noch so ein paar Vorbereitungen machen. Trinken und essen. Essen und trinken, genau. Das müssen wir einmal alles holen. Ein Einkaufszettel habe ich auch dabei. Habe ich mir einmal alles aufgeschrieben, was wir alles brauchen für die Übernachtungsparty. Und zwar wollten wir heute alle zusammen eine Pizza machen, dafür werde ich einkaufen. Dann wollten wir noch Zuckerwatte machen, dafür werde ich auch einkaufen. Dann brauchen wir noch Chips und verbotenerweise auch Fanta. Ausnahmsweise mal bei einer Übernachtungsparty dürfen die Kinder das. Dann müssen wir später noch so ein paar Sachen allgemein vorbereiten. Dann nehme ich dich heute einfach mal mit. Vielleicht interessiert es dich ja, was wir so machen für eine Übernachtungsparty. Meine Brille ist da. Dann kann man mir auch was sehen. Ein bisschen schmutzig. Ja, egal. So, jetzt wollen wir erstmal losfahren. Jetzt geht nämlich Johann erstmal zum Friseur. Da bringe ich ihn jetzt einmal hin. Hat der Lisa noch ihren Schnuller drin? Nein, sie hat ihn runtergeschmissen. Dieses Baby. Und dann wird gemotzt, wenn der Schnuller nicht mehr da ist. Kannst du einmal kurz nochmal abschnallen und ihr den Schnuller geben? Soll ich auch ganz fest machen? Sag mir Bescheid, wenn du angeschnallt bist. Ja, ich bin angeschnallt. Gut, dann geht's weiter. Johann wird sich jetzt nochmal hübsch machen lassen, schön beim Friseur. Ich hoffe, wir kommen da direkt dran, aber das ist eigentlich ein Friseur ohne Termine. Das ist nochmal ganz praktisch mit so kleinen Kindern. Muss man meistens auch gar nicht so lange warten. Dann kriegt er jetzt erstmal wieder eine richtig schicke, fesche Frisur. Und dann kaufen wir alle Sachen ein, die wir so brauchen. Achso, und Geld abheben müssen wir auch noch. Ja. Ich habe nämlich immer so wenig Bargeld. Eigentlich habe ich nie Bargeld, weil ich immer mit Karte zahle. Aber ab und zu braucht man schon Bargeld. Ja, zum Beispiel beim Bäcker und so. Da kann man ja nicht mit Karte zahlen. Das sind ja immer so kleine Beträge. Mal sehen, ob Elisa gleich einschläft, weil eben war sie schon so ein bisschen müde. Es ist jetzt auch ihre Vormittagsschlafenszeit. Vielleicht schläft sie jetzt gleich ein auf der Fahrt oder wenn wir einkaufen, dann schläft sie manchmal auch so im Sitz von dem Einkaufswagen ein. Und dann muss ich mal gucken, dass ich sie dann auf den Arm nehme oder ich nehme direkt ihre Babyschale mit, dann kann sie darin weiter schlummern. Da! Guck mal, ob Elisa eingeschlafen ist. Ist noch hellwach. Ist noch hellwach, okay. Da müssen wir sie so mitnehmen. Schau mal, was ich gerade entdeckt habe. Ich wollte ja noch so einen Tischläufer kaufen in Beige. Das wäre doch hier die perfekte Farbe. Ist auch ganz schlicht, ohne Muster. Also genauso, wie ich das haben wollte. Ich glaube, so einen nehme ich mal mit. Haben nämlich hier so eine kleine Depot-Ecke im Supermarkt. Das ist richtig praktisch. Hier gucke ich auch ab und zu mal, was es so Hübsches gibt. Hier ist jemand müde, ne? Hier ist die Mami. Hätte ich doch den Sitz mitgenommen. Johann! Wir wollen jetzt bei den Spielzeugen. Dann gehen wir mal jetzt die Sachen einkaufen, die wir auch wirklich brauchen. Johann hat hier schon das Wichtigste in seinem Wagen. Nämlich, genau, die Fanta, die Milchschnitte. Da besorgen wir jetzt noch so ein paar Sachen, die wir auf die Pizza legen wollen. Also Tomaten kommen dann natürlich drauf. Dann habe ich hier auch noch Radieschen geholt. Die knabbern wir ja gerne auch mal so zwischendurch. Hier sind die Pizza-Fertigteige. Ja, ich nehme Fertigteig. Und zwar habe ich zwei, weil wir heute doch viele sind. Du kannst mir auch gerne mal schreiben, was für dich immer auf eine Pizza gehört. Welche Pizza du am liebsten isst. Bei mir ist es ja die Hawaii, deshalb hole ich gleich auch noch Ananas aus der Dose. Das muss mit drauf. Keine Esskastanie, schade. Bei mir haben wir dieses Jahr die Esskastanienzeit verpasst. Würstchen, ist runtergefallen. Sie hat nämlich eben noch ein Würstchen bekommen. Bei der Wursttheke. Die kennen uns da schon. Da kriegen wir immer umsonst Würstchen. Bist du futtern? Was hast du vor? Was hast du davor? Nicht runterschmeißen. Das kannst du jetzt ruhig noch essen. Ich möchte mal die Zahl. Guck mal, die Zahl musst du dir merken. Was steht da? 337. Genau, 337. Das müssen wir jetzt einmal eingeben hier bei der Waage.
2, 3, 7. Darf ich das mal abmachen? Ja, dann klick du mal drauf. Kannst du bei dir reintun. Oh oh. Ganz schön schwer, ne? Okay. Das Würstchen scheint nicht so gut zu schmecken. Das liegt da jetzt in der Ecke rum. Grapefruits. Mhm. Magst du die haben? Ja. Dann such dir welche aus. Die grünen da oben oder ja, die orangenen da oben? Okay. Aber such dir leckere aus, okay? Kommst du dran? Okay, Mami hilft dir. Oh, den hier. Es fehlt noch das zweitwichtigste. Nach der ungesunden Fanta. Noch ungesunde Chips. Die? Zwei Packungen. Okay. Aber bei mir passen die nicht mehr rein. Das heißt bei dir. Diese Bärenchips schmecken doch auch ganz gut. Ja. Bärenchips. Die da. Genau, dann nimm die auch noch mal mit. Zwei. Zwei? Ja? Ist das nötig? Ja, Elisa sucht auch schon, ne? Was gibt's hier Leckeres? Die Bärenchips sind aus der Werbung. Aus der Werbung? Ja, da sind die da? Werbung. Ach, stimmt. Dann sind sie vielleicht günstiger als sonst. Elisa, wir haben schon zwei Packungen, das reicht. Sie möchte auch noch eine mitnehmen, für sich selber. Und diese Flips hier? Nicht so? Kommt nicht so gut an. Gut, dann nicht. Was ich noch gerne mag, sind diese Kängurus. Weißt du, wo die sind? Kängurus. Ach doch, da oben sind doch die Kängurus. Tada! Jumpies. Jumpies heißen die. Dann nehmen wir die mit. Guck mal, Elisa, nimm ihr die Tüte weg. Tu mal wieder zurück. Komm mal her, Elisa. Tu mal zurück. Guck mal, Elisa, dann gib ihr mal eine Tüte, kann sie die in der Hand halten. Ja, ist das gut? Dann gehen wir jetzt so, okay? Lisa, komm. Ja, jetzt ist das Mädchen glücklich. So ist doch gut. Hier lang, wir wollen an die Kasse. Komm, Elisa, komm. Komm mit. Ja, ja, super. Ich habe Elisa jetzt gerade ins Bettchen gebracht. Sie war total hinüber vom Einkauf. Sie ist ja zum Schluss nur noch da so rumgerannt, aber eigentlich war sie schon total müde. Aber kleine Babys machen das ja immer, anstatt zu schlafen. Dann drehen sie nochmal so ordentlich auf. Ich wollte dir einmal zeigen, was ich jetzt gekauft habe. Es sind insgesamt 3 Tüten. Wir können mit dem hier anfangen. Einfach nur Küchentücher. Dick und durstig steht da drauf. Ich finde das immer so witzig, wenn ich das lese. Dann habe ich hier nochmal 3 Apfelsaft. Das ist das, was wir normalerweise eigentlich täglich trinken. Also Apfelsaft mit Wasser. Dann fangen wir mal an mit der ersten Tüte. Oh Gott, ist die schön. Also einmal ganz normales Brot. Zweimal habe ich das gekauft. Da kaufen wir eigentlich auch immer dasselbe, nämlich dieses Steinofenbrot von Harry oder Harry. Ich weiß es nicht genau, ob das jetzt deutsch ist oder nicht. Dann die Radieschen, die ich dir auch schon gezeigt hatte. Dann habe ich hier Zucker. Und zwar wollten wir ja Zuckerwatte machen. Da haben wir auch eine Zuckerwattenmaschine. Die kann ich dir auch gleich nochmal zeigen. Dann diese Pizza-Fertig-Teig-Sets mit Soße drin. Auf die Pizza muss drauf Mais. Das ist bei uns Pflicht. Ich liebe das. Die Kinder lieben das. Die Kinder essen das auch gerne so. Also einfach so gelöffelt. Dann habe ich noch hier so Ananasstücke gekauft für mich. Und dann noch so Champignonscheiben. Und hier nochmal Mais. Man kann davon nämlich nicht genug haben. Dann habe ich solche kleinen Yakult-Getränke, das mögen die Kinder sehr gerne. Dann hast du mal Rama. Dann habe ich hier 2 Äpfel und Orangen. Wir hatten letztes Mal Orangen gekauft, die waren leider nicht lecker. Ich hoffe, dass die lecker sind. Das habe ich dir jetzt alles gezeigt. Dann geht es weiter hier mit ganz normalem Sandwichbrot. Dann die ganzen ungesunden Sachen hier. Also Chips, ganz viele, solche Bärenchips. Da habe ich nochmal Banane mitgenommen, Eier. Hier für die Pizza natürlich auch noch Käse. Was wir total gerne mögen, ist Caprese. Deshalb 2-mal Mozzarella. Dann habe ich hier noch diese 3 Grapefruits, die sich Johann gewünscht hatte. Ach, das hier habe ich gekauft für Zuckerwatte auch. So ein Zitronenaroma. Das kann man auch sehr gut reintun. Dann schmeckt die Zuckerwatte nämlich nach Zitrone. Kann man auch mal ausprobieren. Schmeckt eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier einmal Vio. Das hat sich auch Johann gewünscht. Das ist jetzt mit Orange, Mango, Passionsfrucht. Und die Fanta, das gibt es wirklich
eigentlich nie bei uns zu Hause, muss ich ehrlich sagen. Also das gibt es jetzt wirklich nur ausnahmsweise für die Übernachtungsparty. Dann habe ich nochmal so ein Kräuterbutterbrot mitgenommen. Hier sind diese drei ganz besonderen Birnen oder Äpfel, ich weiß nicht. Tafelbirnen hießen die ja. Dann habe ich hier noch Milchschnitte. Das ist auch mal ganz gut zwischendurch. Man muss ja nicht immer nur Obst essen. Dann habe ich hier noch Wurst drin. Einmal Leberwurst. Dann habe ich hier Philadelphia zwei Packungen, Petrella zwei Packungen. Hier sind die Tomaten, hier nochmal Pute, weil wir wirklich sehr gerne Pute essen. Das sind auch nicht die einzigen. Hier sind noch welche, also vier insgesamt. Dann habe ich noch so einen leckeren Heringssalat und dann noch Salami, zwei Packungen. Ach, und nicht zu vergessen hier natürlich mein Tischläufer. Den werde ich jetzt auch direkt mal auf den Tisch tun. Also das ist jetzt der komplette Einkauf. Das ist kein Wocheneinkauf. Ich würde sagen, es reicht für die Hälfte der Woche. Normalerweise brauche ich nämlich auch noch so, ja, Nudeln, Tiefkühlgemüse und sowas, halt normale Sachen zum Kochen. Die habe ich jetzt alle hier nicht, weil wir eigentlich vor zwei Tagen erst einkaufen waren. Deshalb nur so Kleinkrams heute. Ich räume jetzt einmal alles ein. Gerade die Kühlschranksachen. Muss man sich ja mal beeilen. Jetzt werde ich einmal meinen schönen neuen Tischläufer einweihen. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, das sieht gut aus. Ich hoffe, das, was ich mir ausgedacht habe, sieht gut aus. Aber ich denke, das passt ganz gut von der Farbe her. Den gab es nämlich noch in so einem Braun. Also richtig so satten Kastanienbraun. Aber ich wollte das jetzt nicht alles so braun haben. Ich glaube, so ein Farbklecks, so etwas Helleres in der Mitte, sieht dann auch ganz gut aus. Ganz aufgeregt. Vielleicht müsste ich den nochmal bügeln vorher, oder? Das ist dann natürlich nicht so hübsch. Es sind immer so Kleinigkeiten, die einen dann doch aufhalten. So im Alltag. Zum Beispiel jetzt das Bügeln. Ne? Aber ich will das unbedingt jetzt hier da stehen haben. Deshalb mache ich das einmal schnell. So, bitte nicht zu genau gucken. Der Raum, der ja, nicht aufgeräumt wird. Und den Tischläufer gab es übrigens auch noch so in so einem Bordeaux-Rotton. Auch sehr schön. Ich glaube, gerade für Weihnachten. Aber ja, ich wollte jetzt nicht zu doll Farbakzent. Ich glaube, sowas Helles passt dann doch am besten bei uns rein. Jetzt fertig. So. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob mir das so besser gefällt. Kannst mir ja mal gerne schreiben, was du besser findest. Mit Tischläufer oder ohne Tischläufer? Oder soll ich den vielleicht so ein bisschen kürzen, dass er nur bis da geht? Ich frage Justus gleich mal, was er dazu sagt. Das ist nochmal mein Zettel mit den Vorbereitungen. Ich habe jetzt alles. Genau, eingekauft habe ich alles. Dann habe ich mir auch schon aufgeschrieben, was wir machen wollten. Ach genau, die Betten machen. Das werde ich jetzt schon machen. Da habe ich nämlich überlegt, das haben die nämlich letztes Mal bei den anderen auch so gemacht, dass ich so ein Schlaflager auf dem Boden mache, also mit ganz vielen Matratzen, dass es richtig groß ist, dass dann alle Kinder da alle zusammen auf den Matratzen sind. Hey, mein Schatz. Hallo. Bist du schon wieder Musik hören? Wollen wir dann so ein Schlaflager machen auf dem Boden, dass ihr alle da drauf schlafen könnt? Ich habe mir das gerade so überlegt. Hier so hinkommt. Okay. Und dass diese Matratze neben den kommt. Dann schiebt mal die Matratze jetzt in die Mitte. Dann gucken wir mal, wie viel Platz die jetzt wegnimmt. Ob wir noch genug dann Platz haben für noch weitere Matratzen. Wo passt denn Claras Riesenmatratze hier in dein Zimmer? Weil da passen ja mindestens zwei Leute drauf. Diese Riesenmatratze würde ich einfach so dahin. Dahin? Gut, dann hole ich dir mal. Okay? Ich hoffe, die ist nicht zu schwer, sonst muss ich Papi rufen. Oder ich helfe dir. Du hilfst mir mit der Riesenmatratze? Ja. Hier im Zimmer von Clara haben wir nämlich so eine Riesenmatratze, so als Spielecke eigentlich, wie man sieht, voller Kuscheltiere. Und dann dachte ich, kann man die eigentlich hier so stehen lassen und dann hier daneben nochmal zwei Matratzen. Und dann können die Kinder hier so einen richtig schönen, gemütlichen Schlafplatz machen heute Abend. Schlafplatz ist geregelt. Was wir heute Abend auch noch machen werden, ist so ein kleiner Filmabend nach dem Essen. Da wollten wir uns einmal kurz durchschauen, was wir noch so alles da haben, was die Kinder zusammen gucken können. Haben wir so eine riesen Schublade voll mit ganz vielen Filmen. Und wir haben natürlich auch noch Auslive-Filme zum Streamen. Also da haben wir wirklich freie Auswahl. Und Johann hat sich schon ein paar Filme ausgesucht, glaube ich, ne? Hier sind fünf. Ach so. Das ist die Auswahl von Johann. Und zwar haben wir hier einmal die Pinguine, Rio 2, die Cruise. Oh, das ist mein Lieblingsfilm. Ich hoffe, wir entscheiden uns dafür. Dann haben wir hier noch Madagaskar und, ach, Ritter Rost. Okay.
Ist doch schon mal eine richtig schöne Auswahl. Mal gucken, dann könnt ihr euch heute alle einmal abstimmen, ja, was ihr dann zum Schluss guckt. Also ich stimme für die Croods. Ein richtig schöner Film, kennst du den eigentlich? Den kann ich wirklich absolut empfehlen. Also so eine richtig schöne Familienzusammenhalten-Geschichte. Und auch nicht nur für Kinder was, sondern auf jeden Fall auch für Erwachsene. Also falls du den noch nicht kennst, lohnt es sich mal da reinzuschauen. Das hier ist übrigens die Zuckerwattenmaschine. Das werden wir heute Abend auf jeden Fall auch noch machen, beziehungsweise heute Mittag. Ich werde die nämlich gleich schon abholen, nur noch eine halbe Stunde, dann geht's schon los. Dann hole ich die ganze Rasselbande ab, auch die Freunde schon direkt mit dem ganzen Bettzeug. Ein Video dazu, wie wir selber die Zuckerwatte machen, hatte ich übrigens schon mal gedreht. Deshalb will ich das heute nicht zeigen, aber ich verlinke dir das Video einmal, dann kannst du da reinschauen, falls es dich interessiert. Also es ist schon ganz lustig, gerade für die Kinder, wenn sie dann so selbstgemachte Zuckerwatte essen können und eben, wenn man das noch selbst verfeinern kann, so zum Beispiel mit so Zitronensachen oder so. Jetzt habe ich noch eine halbe Stunde Zeit. Ich glaube, ich lege noch mal kurz die Füße hoch, bevor die ganze Rasselbande hierher kommt und dann hier volles Baby-Entertainment-Programm losgeht. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.